What's poppin', Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe ein Paket bestellt und es ist auch angekommen. Und spulen wir mal ein bisschen zurück zum Anfang, wo ich dieses Paket abhole. Ich bin gerade ein bisschen frisch aus dem Bett gekommen, sieht man wahrscheinlich auch. Ich habe nämlich einen Zettel in meinem Briefkasten gefunden gestern. Und gestern war Sonntag, daher konnte ich das natürlich nicht abholen. Deswegen mache ich das heute. Und ich habe schon so eine Ahnung, so eine Vermutung, was es sein wird. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und no more wie geil. Ich hätte gerne das. So Leute, das ist wirklich das, was ich gedacht habe, aber schnacken wir nicht lange rum, spulen wir gleich wieder vor ins Studio und packen dieses Paket mal aus. Willkommen zurück im Studio, hier ist das Paket. Wir öffnen es jetzt einmal zusammen, gucken, was da drin ist. Ich habe einiges bestellt, ich freue mich mega drauf, wir testen es nachher auch direkt hier. Ich versuche das einfach mal mit dem Schlüssel aufzumachen, mal gucken, ob das funktioniert. Yeah, man, die Mavic 2 Pro. Die habe ich mir bestellt, weil ich habe mir sonst immer eine Drohne bei 13 Grad ausgeliehen. Das ist eine Werbeagentur hier bei mir in Brandenburg. Und wollte mir jetzt mal eine eigene gönnen. Jetzt habe ich mir ein riesen Paket zusammengestellt. Einmal die Mavic 2 Pro selber. Das ist jetzt mal alles so rein. Und ein paar Zettel wohl auch noch. Gutscheine, Mediamarkt. Sehr vielen, vielen Dank. Dann ist hierbei noch eine Speicherkarte, die ich dazu gestellt habe, damit ich alles auch schön aufnehmen kann, wie man das so mit einer Speicherkarte auch macht. Und ein etwas größeres Zusatzpaket, wo Flügel, Akkus und Ladegeräte drin sind, sowie eine Tasche zum Transportieren. Professioneller YouTuber werde ich nicht. So, ein paar Eckdaten für die Drohne. Die Drohne kann maximal 72 km/h im Sportmodus fliegen. Maximale Höhe von 6000 Metern, also 6 Kilometer höher. Kann ich mir so nicht vorstellen, will ich aber auch ehrlich gesagt nicht testen. Die maximale Flugdauer ist so bei 31 Minuten ohne Wind und Schwebedauer bei 29 Minuten. Warum auch immer? Also wenn sie schwebt, hat sie dann mehr Leistung? Die schwebt ja nur. Die geht nicht vorwärts, nicht rückwärts. Ist ja nur so. Ich rufe jetzt DJI an und frage den das, warum das jetzt so ist. China, 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 Germany. Briefzeiten an. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr. Wir hatten solche Arbeitszeiten. Die haben nur 4 Stunden Arbeit am Tag? Alter, bei Vodafone, da bist du 24/7, kannst du da jemanden erreichen. DJI nur 4 Stunden am Tag, so was ist denn das? Vor allem in der Zeit, wo jeder arbeiten muss. Wo keiner Zeit hat anzurufen. Ich habe die Seite verlassen, ich bin Trottel, ich habe keine Eckdaten mehr. Auf jeden Fall, diese Drohne fliegt bestimmt schnell, macht bestimmt tolle Aufnahmen. Das sehen wir auch gleich nochmal, wie ich fliege. Das ganze Setup, was ihr hier seht, die einzelne Drohne mit dem Zusatzpack und die Speicherkarte haben mich ungefähr 1650 Euro gekostet. Ich habe das selbst bezahlt, ist kein Sponsorship, weil ich die demnächst sehr oft brauchen werde. Wollte euch dieses einfach mal zeigen, ein bisschen vielleicht erklären. Auf jeden Fall baue ich die jetzt kurz zusammen und wir sehen uns dann beim Fliegen wieder und machen wir ein bisschen POV und ja. Let's start it, I would say.
wir sind jetzt auch am Ende des Videos angekommen. Ich gebe euch jetzt nochmal 3 Tipps mit auf den Weg, wie ihr geilere Drohnenaufnahmen machen könnt und was ihr bei Drohnen so ungefähr beachten könntet. Tipp Nummer 1, fliegt nicht zu hoch. Umso weiter oben ihr seid, umso weniger sieht man die Bewegung der Drohne. Heißt, wenn ihr weiter unten seid, sieht man die Bewegung der Drohne viel mehr und es sieht viel dramatischer aus. Tipp Nummer 2. Versuche am besten immer ein Objekt im Fokus von der Drohne zu halten. Wenn ihr ein Video macht, beispielsweise ein Haus oder ein Baum oder ein Schiff, ein Bus, ein Auto, kann alles sein. Verfolge es immer oder kreise drumherum oder schwenk hoch, wenn du zurückfliegst oder schwenk runter, wenn du vorwärts fliegst. Damit machst du dramatische Szenen. Man sieht die Bewegung von dem Objekt. Und kommen wir zum letzten Tipp Nummer 3. Versuche bestmöglich alle Features, die diese Drohne hat, auszunutzen. Sprich, Tracking oder auch mal den Sportmodus, damit du ein bisschen schneller fliegen kannst. Die Drohne hat auch Zeitraffer oder Zeitlupe. Probier dich aus, nimm das mit, was dir am besten gefällt und setz es um. Mach so viel wie möglich mit der Drohne, damit du auch so viel wie möglich Erfahrung daran hast. Umso besser wird auch das Material, was du daraus bekommst. So, das war das Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch ein Abo dalassen würdest und einen Daumen nach oben. Folg mir gerne auch auf Instagram, da poste ich täglich Shit, Bilder, Videos, whatever. Wenn du Bock hast, schau gerne da mal vorbei. Ansonsten Peace, wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, ich freue mich.